Was? Schon wieder ein Stufenaufstieg? Wir hatten doch gerade eben erst einen. So. Und auf Wiedersehen, Kultist. Du wirst nur entspannen, das ist ja auch gut. Entspannen ist auch total wichtig am Wochenende, damit man Kraft hat für die ganze Woche. Du wirst keinen mehr Leid zufügen können. So. Kalias wuchs zu einem herausragenden und Olympioniken heran und da. Und von da an wurden seine Siege legendär. Jeder aus Olympia, der ihn kannte, liebte ihn. Keiner hätte je vermutet, dass er die olympischen Wettkampfergebnisse manipuliert. Keiner außer dem Kult. Jetzt haben wir hier, können wir ihn schon enthüllen? Nee, ne? Nee, da haben wir erst drei. Hi Hunting Golem, schön, dass du auch wieder da bist. Fresh Styler? Boah, voll der schwierige Name. Du hast das schon durch. Aber gut, ich noch nicht, wie du siehst. Asch hat auch relativ viel Zeit genommen. Und, warte mal, Fähigkeiten. Wir machen jetzt hier Tierdings 3, dann können wir auch Bären als Haustier haben, als Gefährten haben. Und so, dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht mit dem Quest. Was müssen wir jetzt machen? Ah, wir müssen hier zurückgehen. Okay. Weil Fresh Styler, weil es zwei S-Laute sind, zwei verschiedene S-Laute, das ist dann schwierig auszusprechen. Gerade für Menschen, die aus bestimmten Gebieten in Deutschland kommen. So, da müssen wir lang. Hunting, wie geht's dir? Wie bist du ins Wochenende gestartet? Ein Moment. Du hast wie ein Fisch. Fisch. Die Waffenruhe ist brüchig genug. Moment. Mir fällt kein ordentliches Wort ein. Pass auf, pass auf. Ich habe das beste Wort. Ein Fischstring. Siehst du, das geht. Meine ausgerüsteten Fähigkeiten kann ich dir gerne mal zeigen. Fähigkeiten. Oder meinst du das hier? Meinst du das so oder wie wolltest du es sehen? Reicht dir das, Fresh Styler? Oder wolltest du sehen, okay. Also das habe ich im Moment gemacht, weil, ja, ich muss zugeben, ich bin im Nahkampf nicht so gut. Das heißt, und ich wollte hier gar nicht so viel haben. Ich habe hier Gift, ich habe hier noch Feuer. Also Feuer und Gift habe ich. Welche Fähigkeit, ja, darfst gern sagen, welche ist denn mega stark? Bestimmt hier die, wo mit zerschmettert Schild und so, ne? Oder hier diese Bulldozer-Fähigkeit. Sag mal gern, was stark ist. Attentäter in der Mitte, die dritte von unten. Wir haben Attentäter, hier die. Ein Angriff mit dem einzelnen Schlag, der die ganze Kraft von Leonis Square bündelt und im Kampf 60% anrichtet. Okay. Die ist stark? Dann mache ich die das nächste Mal. Dann haue ich die das nächste Mal mit rein. Dann kann ich die mit rein, weil ich weiß zwar noch nicht wofür, aber dann können wir das mal probieren. Das nächste Level Up mache ich das. Ja, ich bin im Nahkampf, muss ich sagen, nicht so gut. Ich habe mein Bild ja relativ ausgeglichen ausgewählt. Eigentlich müsste man drei Builds machen. Aber nicht verdorben.
Und dann einmal mit Attentäterschaden, einmal mit Fallschaden. Gift. Jemand hat es ins Essen und den Wein gemischt. Und einmal praktisch mit Kriegerschaden. Und okay, hier hat jemand die Olympischen Spiele versucht zu manipulieren. Ein Speiseplan für die Feier. Und der Name des Händlers. Statten wir diesem Priam einen Besuch ab. Ja, ich spiele auf PC, aber habe den PS4-Controller angeschlossen. Ich muss zugeben, ich finde, von der Qualität her ist der PS4-Controller nicht so dolle. Also allein, dass der Gummibezug viel zu schnell abgeht und so weiter. Dass man sich ja praktisch extra Sachen für kaufen muss und so. Hunting, die sind vergiftet. Alkibiat, das ist vergiftet, der kleine alte. Ich wollte gerade Wichser sagen, oder? Ja. Ja. Also viele schwimmen auf den Xbox-Controller. Ich finde von der Handhabung her den PS4-Controller einfach besser, weil ich halt auch eigentlich immer PS4 gespielt habe. Und jetzt werden wir uns mal unterhalten. Bitte. Klappt aber auch super. Bitte, ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Hm. Komm, ihr dürft mal sagen, was soll ich auswählen? Jetzt bin ich dein Boss, dafür wirst du sterben. Oder hilf mir und ich verschone dich. Was soll ich auswählen? Ihr dürft kurz entscheiden. Ja, Hunting, okay, also hilf mir und ich verschone dich. Ich glaube auch, die bekommen lebenslänglich Spielverbot, weil sie wahrscheinlich tot sind. Ich bin nicht hinter dir her, nur hinter dem Verantwortlichen. Ich habe sein Gesicht nie gesehen. Ich dachte, er wollte nur ein Rennen schieben, doch dann sah ich, was mit diesen Leuten geschah und wusste, sie wurden vergiftet. Mein Freund Alkibiades, ich muss ihn retten. Du findest das Gegengift in der Festung Koroibos. Sollen wir den jetzt verschonen oder sollen wir den töten? Weil der hat die Leute vergiftet, ne? Und der hat die Olympischen Spiele einfach mal versaut, oder? Also, sorry. Ich kümmere mich um den Schuldigen. Aber zuerst um dich. Hä? So, der ist auch vergiftet. Ja. Ist jetzt egal. Ich meine, hallo, der hat die Leute vergiftet. Das, und dann sollten wir die Sachen noch holen. Der hätte ja sagen können, ich helfe dir und dann holen wir die Sachen zusammen. Also sorry, aber. So. Außerdem hat Cassandra manchmal einfach mal ein paar Aktionen, die sie austreiben muss. Das liegt an ihrer schweren Kindheit. Das liegt daran, dass sie vom Berg gefallen ist. Gestoßen wurde. Sorry. Aber ja, du hast recht. Eigentlich war das gerade mega asozial und eigentlich. Ich hätte es nicht machen sollen. Du hast schon recht. Das war gerade ziemlich doof. Das war zum einen dumm und zum anderen war es unfair. Ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht, das hätte ich nicht machen sollen. Warte mal, haben wir den aus? Ach, den hatten wir schon. Da muss ich dir leider recht geben. Da habe ich gerade ein bisschen wenig drüber nachgedacht. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Weil ich bin eigentlich ein sehr friedlicher Mensch. Oh, wie geil sieht das denn aus? Können wir ein Pferderennen nachher machen? Wie geil! Ich möchte ein Pferderennen machen mit Cassandra.
Was? Ich habe einen Code terminiert. Was meinst du damit? Ach, hat das jetzt Auswirkungen auf das Spiel oder wie meinst du das? Der wollte uns angreifen. Ach so. Ach so. Die wollte ich nicht töten, die haben mich angegriffen. Haben die eine Frau gefangen genommen? Bitte sehr. Boah, die gibt uns nichts dafür. Undankbar. Aber nein, ich springe sie jetzt nicht um. Hast du nicht gesehen? Die haben mich angegriffen. So, Erz. Wir brauchen Erz und Holz vor allen Dingen. Leder haben wir noch relativ viel, aber Erz und Holz geht uns sowas von aus. Holz war. Boah, das sieht hier auch cool aus. Ach, das ist die Ruine, wo wir eben waren. Okay. Dachte gerade schon. Ja, ich weiß das nicht, das ist doch immer so. Immer sind es die anderen schuld. Das weißt du doch. Fresh-Styler, wenn ich dir spielen könnte, würde ich es machen, aber irgendwie. Was? Moment. Das muss kurz das Gegengift sein. Lest mal ganz kurz. Ach so. Okay, also du meinst, wenn du mir Materialien spenden könntest, ne? Hier im Assassin's Creed. Ja, die kann man sich ja zusammen farmen und zusammen kaufen. Ja, das kriegt man ja hin. Niemand darf mich entdecken. Okay, wir haben eine Festung. Ne, Moment. Wir machen es anders. Ich bin mal ganz kurz raus. Wir speichern hier nochmal vorsichtshalber ab. Einfach, weil wir halt so gut sind im Festungen einnehmen. Das ist unser Hauptmilieu. Also, niemand ist so gut in Festung einnehmen wie ich. Ich werde jedes Mal gefunden, ja. Jedes Mal kommt Verstärkung und jedes Mal kommen dann wahrscheinlich noch 2 bis 3 Söldner. Das ist fast schon ein Gesetz. So, deshalb speichere ich jetzt vorher. Weil ich einfach der Beste darin bin. Nicht.